Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Venetica. Der gute Dorfbewohner läuft immer noch vor diesem Lagerfeuer. Oh, wir sprechen ihn mal an. Vielen Dank für deine Hilfe. Ach, er war das gar nicht, das war, hä? Hier, da hinten, er ist abgehauen. Du hast mein Leben gerettet. Wie kann ich dir danken? Nimm diese Dukaten. Mehr habe ich nicht mehr. Bedanken. Er ist arm und so sein Geschenk bei. Oh nein. Oh nein. Ich brauche Dukaten. Dringend sogar. Das werdet ihr gleich sehen. Aber wenn mir die andere Möglichkeit geboten wird. Ach Mann. Nee, komm. Behalte deinen letzten Besitz. Du bist so gnädig. Ja, zumindest Erfahrungen haben wir bekommen. Super. Ja. Okay. Wir holen uns jetzt bei dieser guten Frau was. Weg. So viele Lilia. Gute Männer sind tot. Wer soll jetzt bloß das Kupfererz in der Mine abbauen? Erzähl mir mehr über das Kupfererz. Wie du weißt, ist unser Dorf von den Kupferminen abhängig. Ich bin eine Händlerin. Bislang habe ich das Erz an Kaufleute aus Venedig verkauft. Aber jetzt, wo so viele Minenarbeiter getötet wurden, gibt es nichts mehr zu verkaufen und die Leute haben kein Essen mehr auf dem Tisch. Und bevor wir verhungern, müssen wir San Pasquale aufgeben. Einige Minenarbeiter könnten noch unten im Efeugraben sein. Sie könnten dir mehr erzählen. Falls du in der Zwischenzeit Kupfererzbrocken findest, vielleicht auf dem Weg zur Mine, kaufe ich sie dir zu einem guten Preis ab. Und schließlich habe ich noch ein altes imperiales Schwert im Angebot. Es könnte dir helfen, dich in der Wildnis zu verteidigen. Wenn du mir also genug Kupfererz bringst, kannst du diese Klinge kaufen. Okay. Ich möchte handeln. Wir brauchen dafür 100. Okay. Was haben wir denn schon zum Verkaufen? Kupfererz haben wir. Wir müssen es rüberziehen und können dann hier anhand der Pfeile einstellen, wie viel und so. So, dann haben wir noch... Ich glaube, das würde reichen für die Klinge. Genau. Die hole ich mir jetzt. So, Moment. Die kostet 8. Wir brauchen eigentlich noch mehr, aber ja, wir werden es, ja, erstmal holen wir uns jetzt die Rüstung. Beziehungsweise statten uns jetzt erstmal mit dem neuen Schwert aus. Kann man das hier drauflegen? Ich weiß es nicht. Ach so, hier müssen wir rein. Auf zum nächsten Ladebildschirm. Das ist eine Umgewöhnung, ne? Wenn man gerade erst ein neues Spiel gespielt hat von der heutigen Zeit. So, hier können wir es jetzt durchsuchen. Wenn man ein neues Spiel der neuen Zeit gerade erst gespielt hat und beendet hat. Und dann Tagebucheintrag. Genau, das wollte ich mal nachgucken. Über Bestien. Okay, da können wir, hier kann man sich das hier durchlesen über Händler. Okay. Und dann gucken wir uns noch weiter um. Brot. Sehr schön. Diese ist hier verschlossen. Ich glaube, wir können auch noch die Schlösserknackfähigkeit oder irgendwie sowas lernen. Und da sind die Kleidung. Da ist die Kleidung, die nicht passt. Die müssen wir definitiv zu Matteo bringen. Und dann gucken wir uns hier mal weiter um. Wow, die Steuerung ist wirklich noch... So, das können wir kaputt machen. Oh, unser neues Schwert. Huch, sieht man gar nicht. Wow. Ich habe immer gedacht, es leckt, aber es ist kein Lecken in dem Sinne, sondern es ist ein, sag mal schnell, es ist dieser, diese Art Erdbeben. Warte mal, müssen wir jetzt hier rein? Ja. Diese Art Erdbeben. Kamera wackeln halt, ne? Brot und so weiter für... So, hier ist nichts, außer dass man sich hinlegen kann. Gut, gehen wir hier wieder raus. Ins Dorf. Zurück ins Dorf. Ach, so lang sind diese ganzen Ladebildschirme eigentlich gar nicht, ja? So, jetzt sind wir hier in so einem Torbogen wahrscheinlich... Auf dem Weg nach unten.
Okay, da würde es wieder hochgehen. In dem Haus waren wir. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich erstmal nach Matteo. Hier runter gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Gucken, was wir so alles machen können. Obwohl ich glaube, da müssen... Na egal, wir gehen jetzt erstmal nach Matteo. Wir haben aber nicht genug Kohle dafür. Oh, schlimm, schlimm. Hey, wie kann ich dir helfen? Ich habe diese Kleidung gefunden. Uiui, meine Tochter ist wohl ein wenig füllig geworden. Mal sehen, was ich da tun kann. Zum Glück muss mein Gehilfe nicht mehr sehen, wie ich die Schmiede in eine Änderungsschneiderei verwandle. Ja, schön. Ja, sag nichts. Das war das Beste, was ich... Moment, das sieht gar nicht so übel aus. Passt wie angegossen. Also früher habe ich sowas ja mit Rüstungen gemacht. Anstatt mit einfachem Stoff. Solltest du eine Rüstung finden, die dir nicht passt, dann bring sie bei mir vorbei. Dann werde ich meine alten Künste auspacken. Na dann, viel Glück. Oder warte, vielleicht kannst du mir ja auch einen Gefallen tun. Ich brauche unbedingt eine neue Schmiedezange. Der verstorbene Alte aus der Waldhütte hatte eine, die er mir schon lange schenken wollte. Vielleicht könntest du runter in den Efeugraben gehen und sie mir holen? Klar machen wir das. Ich werde die Zange holen. Scarlett! Scarlett! Bei allen Geistern, da bist du ja. Es ist schrecklich. Hör zu, dein... Beruhige dich. Was ist denn passiert? Es geht um deinen Halbbruder, Leon. Er ist heute Morgen diesen Kerlen hinterhergelaufen, mit einem rostigen Schwert in der Hand. Er ist runter zum Efeugraben, aber er ist nicht zurückgekehrt. Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Du musst ihn finden. Okay. Wo ist Öffne? Ja klar, wo ist Leon? Und Leon ist anscheinend unser Halbbruder. Wir haben einiges an Erfahrung jetzt bekommen. Allerdings, dass wir Geld brauchen, ist bei der nächsten Rüstung übrigens. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber wir gehen jetzt hin. Schneller kann ich übrigens nicht rennen. Ich kann auch nicht springen. Von daher, ja, müssen wir diese Wege halt eben so machen. So, ist hier noch was drin? Nein, wir wollen jetzt mal da runter. Auf jeden Fall für die nächste Rüstung brauchen wir auf jeden Fall Dukaten sind es hier. Hier sind es Dukaten. Und alles aufsammeln und mitnehmen, was geht. Hier doch imperiale Münze. Manchmal sieht man gar nicht, wenn was liegt. Kupfererz, genau. Kommen wir hier durch? Natürlich nicht. Hier ist noch ein Haus. Wir gehen jetzt erstmal hier so lang. Kann auch sein, dass ich einiges übersehe. Also runterfallen werden wir hier, glaube ich, nicht können, oder? Nein, können wir nicht. Gott sei Dank, bei anderen Spielen in der heutigen Zeit geht das auf jeden Fall schon. Es ist ein schönes Spiel und die Geschichte ist auf jeden Fall nennenswert, auf jeden Fall. Und ja, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Also, es geht hier sehr viel ab, müssen sehr viel lernen. Durch Sträucher kann ich übrigens auch nicht so gehen, es ist alles abgeschirmt, da auch. Ja, hier ist eigentlich so gar nichts mehr zum Aufheben. Gut, dann gehen wir mal weiter. Denn dort steht noch ein Herr. Ich speichere mal, weil der gibt uns eine Aufgabe. Ja, ich habe schon gespeichert. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal... zwei Folgen aufgenommen, die dann aber von der Grafik her so gar nicht gingen mit Balken und so. Und deshalb, wie gesagt... Ich kann nicht so viel mit Technik, gibt bestimmt Programme. Hey, Scarlett, komm mal her. Ja, kommen wir sofort. Es gibt bestimmt Programme, die mir dabei helfen würden. Die Grafik noch ein bisschen zu... Aber so gut bin ich nicht. Also technisch bin ich da echt nicht wirklich gut. So. Ah, Bleicher. Scarlett, du hast den Angriff überlebt. Wie man sieht, wieso bist du so überrascht? Naja, ich habe dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Aber mal im Ernst. Es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Merk dir vor allem, dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder. Außer dir natürlich. Du hast mehr Schwachstellen als ein Brett voller Holzbrocken. Letzte Nacht habe ich die Schwachstelle dieser doch teilweise recht unbeholfenen Attentäter entdeckt.
Und wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man sie besiegt. Und falls du schon erfahren genug sein solltest, kann ich dir weitere Kampffertigkeiten beibringen. Also hier kann man fertig... Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Hier kann man Fertigkeiten erlernen. Ich glaube, dafür braucht man dann tatsächlich ein... Also Tierwissen... Wir haben noch keine Fertigkeitspunkte. Das heißt, ich könnte es erlernen, aber ich kann es noch nicht. Ja. Macht des Schwertes für einen Weiner Sonderschlag um deine Kette von Attacken mit dem Schwert an. Ja. Mondklinge. Das ist, glaube ich, hier die Mondklinge. Das ist das Schwert. Das ist ein Speer. Hier steht auch was mit Schild. Stand da hier Schildschlag. Das ist Macht des Hammers, ein Hammer. Und das ist eine passive Fähigkeit, Liebesgrüße. Und der Gürtel erwirkt 30 Schaden und Benommenheit für 4 Sekunden. Ja, mal gucken, ne, was wir da alles noch so Alchemie zu drängen. Erfordert Kräuter und Fiolen. Okay, anscheinend können wir auch, ja. So, aber wir wollen... Ah, Scarlet, willst du noch etwas üben? Ja, wir wollen... Nein, wir wollen Training. Bring mir Kampf. Es ist nicht viel. Ich wollte Training. Warum? Da stand doch gerade Training. Ah. Hier, Kampf. Zeig mir, wie man Kämpfen die Assassinen trainen. Besiegt. Gut. Ich greife dich jetzt so an, wie es die Assassinen gern tun. Nur, dass ich nicht ganz so leichtfüßig bin. Dafür aber viel hübscher. Deren besonderer Angriff ist zum Glück auch ihre Schwäche. Die meisten von ihnen sind ja nur Lehrlinge. Wir haben nur wenige Meister gesehen. Wenn sie ihren Schlag begonnen haben, dann bewegst du dich einfach schnell aus dem Weg. Der Schlag ist nicht besonders schnell, also sollte das kein Problem für dich sein. Und dann wirst du sehr leicht einen Gegenangriff setzen können. So, jetzt das Ganze in der Praxis. Triff mich 5-mal, wenn ich diesen Schlag ausführe. Aber wenn ich dich 2-mal treffe, ist es vorbei. Bereit? Nicht wirklich. So. Oh Gott. Yay, wir haben gewonnen. Glückwunsch, das lief gut. Jetzt, wo du ein wenig Kampferfahrung gesammelt hast, solltest du dieses Schwert hier mitnehmen. Es wurde während der Kämpfe zurückgelassen. Ich bin sicher, du wirst Verwendung dafür haben. Als nächstes solltest du einen Lehrer finden, der dir beibringt, wie man rollt und dann schlägt. Und wenn du erfahren genug bist, komm zu mir zurück. Ich kann dir einige Kampffertigkeiten beibringen. Ich habe ein Schwert erhalten und habe mir vorher eins gekauft. Oh mein Gott. Bitte lass das schlechter sein. Ja, es ist schlechter als das, was wir jetzt haben. Gott sei Dank. Aber es lässt sich verkaufen. Das ist auch schon mal gut. Was ist das hier unten? Nichts. Okay. Gut, das haben wir das auch erledigt. Jetzt haben wir unten noch ein bisschen was zu quatschen. Und dann können wir endlich unsere Kämpfe ausprobieren. Dort draußen ist es sehr gefährlich. Wenn du eine Erklärung brauchst, rede mit den beiden Drahtstanden am oberen Ausgang des Dorfes. Okay, machen wir. Dann gehen wir mal zum oberen Ausgang. Wofür haben wir jetzt Erfahrung bekommen? Ich weiß es nicht. So, oben links seht ihr, da ist Energie, ist rot, dann mentale Energie ist, glaube ich, blau. Und dann die Schattenenergie, die hat, glaube ich, noch was mit unserem mit der Mondklinge zu tun. Und dann halt in der Mitte, wie weit unsere Erfahrung ist und welches Level wir haben. So. Auf der Jagd? Könnte heute etwas gefährlich sein. Und der Bergpass ist sowieso blockiert. So, machen wir mal eins nach dem anderen. Welchen Rat kannst du mir geben? Nun, du solltest nach einer angemessenen Waffe suchen, bevor du eine Dummheit machst. Und geh hinab zu Bleicher, um etwas Kampftraining zu erhalten, bevor du da rausgehst. Was machst du hier? Wir sind die neue Miliz. Wir stellen sicher, dass sie nicht zurückkommen und das Dorf plündern. Diese Assassinen gehen noch immer um. Sie sind Angehörige eines alten Ordens aus dem bösen Osten. Hey, mein Vater kommt auch aus dem bösen Osten. Ja, aber gehört wohl kaum zu den tödlichen Derwischen. Zumindest hat er nichts davon gesagt. Wenn ihr Herr es ihnen befehlt, stürzen sie sich in Schluchten, nur um ihre Loyalität zu beweisen. Ich kenne die alten Geschichten. Und
jetzt sind sie hier, um eine Mission zu erfüllen. Aber niemand weiß, welche das ist. Warum ist der Pass blockiert? Wir wissen nicht, warum die Straße nach Venedig blockiert ist. Irgendwer... Oder irgendwas? ...lauert in der Schlucht und niemand, der es erblickt hat, ist zurückgekehrt. Aber geh ruhig und vergewissere dich selbst. Bitte, ich muss jetzt hier raus. Schön, aber gib uns nicht die Schuld, wenn du ohne Kopf zurückkommst. Wie kann sie ohne... Schnauze, Mann! Okay. Wir gehen mal ein Stück weiter. Und gucken uns mal echt mal unsere Rüstung an. Ist doch ein hübsches Mädel, oder? Okay, wenn sie jetzt nicht so unbedingt so komisch gucken würde. Schön. Gut. Wir haben was zu tun. Und zwar müssen wir jetzt erstmal hier rein. Da kriegen wir unsere Rüstung auf jeden Fall schon mal. Hier wären wir, glaube ich, auch lang gekommen und danach. Ich weiß, müssen wir gucken. Wir haben jetzt erstmal was zu kämpfen. Und beim letzten Mal hat es so gut funktioniert und ich befürchte, dass es jetzt nicht ist. Oh ja, hier wartet auch noch was auf uns. Da ist sie ja. Diejenige, die für die Zerstörung unseres Dorfes verantwortlich ist. Was? Du hast mich schon verstanden. Du bist für das verantwortlich, was passiert ist. Sie sind wegen dir gekommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Jetzt hat sie bekommen, was sie verdient hat. Wir sind tot und doch nicht tot? Was bist du? Ein Dämon? Bitte, bitte vergib uns. Wir wussten nicht. Okay. Entweder sie sollen ihren Verrat bezahlen. Ich schätze mal, dann würden wir mal gegen sie kämpfen. Oder Gnade zeigen, sie am Leben lassen. Und ich bin immer einer, der das tut. Lass dir das eine Warnung sein. Und nun verschwinde aus meinen Augen. Genau, verschwindet. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch oder sonst was. Sondern, ja. Gut, als nächstes gehen wir jetzt hier lang. Hier wird uns auf jeden Fall noch was erwarten. Nein, nicht dorthin gehen. Sie sind zu stark. Ach Gott, der Arme. Okay, ich speichere hier nochmal. Letztes Mal hat es gut geklappt, aber ich glaube nicht, dass mir das Gleiche wieder passieren wird, sondern dass ich etwas schwächer sein werde. Okay, wir gucken mal. Ist irgendwo einer? Ich kann es nicht glauben. Das sind Bauern. Da ist Sie jemand. Haben nicht mal gute Waffen. Ihr habt recht, Meister. Da ist jemand. Aber es war ein mächtiger Krieger, unter auf jeden Fall der schreckliches Chaos angerichtet hat, bis wir ihn erschlagen. Sie einzeln irgendwie und ein gerissener Schläger mit der Kraft eines Ochsen. Und sogar ihre Frauen haben gekämpft, als hätten sie nichts zu verlieren. Locken wir ihn hier runter oder nicht? Doch ihr seid ausgebildet, eines Tages Assassinen zu sein. Die Mission okay. Diesen Fremden zu okay, aber da ist einer, genau. Wer ist das? Ich hoffe, er kommt alleine. Erstmal hier runter locken. Okay, und? Bitte lass es funktionieren. Boah, ich finde das mit diesem Schwert echt cool. So, Nummer 1 hätten wir. Oh, kann sein, dass ich mal was ruhiger bin beim Kämpfen, aber... So. Da läuft noch jemand. Er sieht uns nicht. Und da steht noch jemand. Wir warten, bis der da vorne wieder zurückgeht. Und ein gerissener Schläger mit der Kraft eines Ochsen. Und sogar oh, da sind doch noch ein paar mehr. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach links. Ich sehe dich. Ja, ich dich auch. Komm her. Aufsammeln. Boah, ich bin total aufgeregt gerade. Okay, komm her. Komm. Schön einzeln. Stehen bleiben. Zusammen kriege ich euch nämlich nicht.
Krasse Nahkampf. Aber scheint gerade mal ganz gut zu laufen. Ich hoffe, der andere hat uns nicht gesehen. So, aufsammeln. Hier haben wir noch mehr von diesen Wundsalbe und so weiter. Und hier haben wir eine Urne. Ich glaube, die können wir auch verkaufen. Okay, was ist hier noch? Okay, da ist der nächste. Und ja, wir gucken mal. Hey! Komm. Komm hier lang, komm. Ah, wo schlage ich denn? Jawohl, es hat geklappt, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ich weiß nicht, wo die Schwierigkeitsstufe hier ist. Gibt es eine, gibt es keine? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht wirklich nachgeguckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Gleich wird es uns nicht so einfach gemacht. Okay, noch sehen sie uns nicht. Dann können wir dieses Kupfererz mal aufheben. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken vor diesem Schatten. Okay. Halt! Ja, kommt. Oh, ich brauche einen anderen Platz. So, jetzt. Na komm. Nein, nicht. Oh, Gott sei Dank, es hat funktioniert. Es hat tatsächlich geklappt. Zwei Stück. Okay, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, wir legen uns mal irgendwas auf hier diese Wundsalbe. Mal auf die 9. Einmal ausprobieren, wie viel es heilt. Okay, wir sind voll. Gut, jetzt zu dem Obersten. Was zum Teufel? Geh und hol sie! Naja, geh und hol sie. Die waren schon da und die waren nicht sehr gut. Bleib nur stehen! Aber der wird wahrscheinlich eine andere Hausnummer werden. Oder? Der ist eine andere Hausnummer. Jawohl. Und wir haben eine Stufe erreicht. Jawohl, Fertigkeiten erlernen, wie man das macht. Ich habe keine Ahnung. Werden wir noch sehen. So. Lederrüstung nicht passend, aber Matteo hat ja gesagt, wir können sie passend machen. So, was ist hier noch zu holen? Weil dann würde ich nämlich direkt mal für die Rüstung zurückgehen. Hier ist noch eine Truhe. Oh ja, komm, nehmen wir alles mit. So. Jetzt müssen wir hier, haben wir jetzt alles, mehr ist nicht. Das ist auch so, ne, das sind so kleinere, das ist eine kleinere Ecke nur. Aber wir gehen jetzt zurück. Ich kann nicht schneller gehen, es gibt auch nichts zum Teleporten, aber... Das wird schon irgendwie hinhauen. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir auch endlich in die nächsten Aufgaben erledigen. Ich brauche erstmal Kohle. Ich weiß das. Beim Umändern, da braucht man Kohle. Und deswegen, hallo. Hallo. Müssen wir vertauschen. Ich möchte handeln. So. Nein. Das ist die gewöhnliche Kleidung. Der Schürhaken kann weg. Die 7 Dinger hier können weg. Ich weiß, der hat 3 mehr Schaden, als wir jetzt haben. Aber ich brauche das Geld, deswegen tue ich das auch mal weg. Und dann eine alte Kette, ein Familienerbstück, das zu verkaufen ist. Ja, blöd, aber gut. Eine Goldkette. Oh, der Wertgegenstand. Und die Urne verkaufe ich jetzt auch. So, ich glaube, das war's. Imperiale Münzen können bei einem Händler umgetauscht werden. Ja, machen wir auch so. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Und dann gehen wir jetzt nach Matteo und lassen uns die neue Rüstung anpassen. Hey, wie kann ich dir helfen? Rüstung Kannst anpassen. Du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Genau, und dafür brauchen wir dann 500 Dukaten. Deswegen musste ich jetzt so viel Geld haben. Diese Lederrüstung.
So, fertig. Hier, nimm. So, jetzt haben wir die neue Rüstung. Kann ich dir vielleicht helfen? Ich brauche noch die Schmiedezange. Ach ja. Sie ist in der Waldhütte, unten im Efeugraben. Auf Wiedersehen. So, haben wir diese neue Rüstung noch nicht, aber... Ja, das machen wir mal. Wo war denn das? Hier, ne? So, Lederrüstung. Schutz vor Klingen vom Stumpf und Stab. Magie nicht, aber für den... Das sieht ja mal nett aus. Das sieht doch mal nett aus. Das ist jetzt Leder. Ich weiß nicht... Oh, guck mal, da liegt noch ein Ring. Habe ich gar nicht aufgehoben. Nett, nett. Sie ist hübsch. Sie ist hübsch, muss ich sagen. So, den Goldring nochmal. Und ja, jetzt müssen wir in den Efeugraben. Da haben wir nämlich noch einige Kupfermine. Ich weiß, Moment, so runter. Waldhaus, genau. Ich glaube, da gehen wir zuerst hin. Also wir müssen jetzt hier runter. Und dann hier lang, glaube ich. Wo wir hinkommen, wenn wir hier lang gehen, ich weiß es gar nicht. Ausgang. Ach so. Da kommen wir ganz weiter. Also wir gehen jetzt erstmal hier in den Efeugraben, dann auch in die Kupfermine. Und ja, das machen wir jetzt. Ach so, wegen Lernen, ne? Ich weiß nicht. Ich kann, glaube ich, nicht im Inventar lernen. Das können wir schon. Schwierig. Da sind bestimmt Sachen. Wir gehen jetzt erstmal unsere Sachen erledigen. Und... könnten eigentlich den Rabe aktivieren. Momentan nicht möglich. Ach so, okay. Okay. Ich glaube hier und dann rechts rum, oder? Ja, hier geht es, glaube ich, zu einem... Da steht noch ein Assassine. Sollen wir den nochmal eben... Das stehen sogar zwei. Sollen wir den nochmal eben platt machen? Hoffentlich gehe ich jetzt nicht tot. So, der andere, der hier rumläuft, hat mich noch nicht gesehen. Ich mache den mal eben Platz, bevor ich in die andere Richtung gehe. Ja, komm. Da hinten stehen noch zwei, aber da gehen wir jetzt noch nicht. So, wir gehen jetzt dahin, wo wir hin müssen. Und zwar hier lang. Wegweiser, Efeugraben und Kupfermine. Genau, da müssen wir hin. Da ist unter anderem Leon, dann ist da die Waldhütte, weil er braucht ja so eine Schmiedezange, hat er ja gesagt. Der Matteo. Und das erledigen wir jetzt. Und hier ist die Mine. Da ist die Mine. Und ganz viel zum Aufsammeln. Und ich sehe da hinten auch schon einen Assassinen. Okay. So, dann müssen wir jetzt hier runter. Jetzt wirst du für das bezahlen, was du unserem Dorf angetan hast. Oh nein, furchtloser Kämpfer, lass uns am Leben. Verspotte mich nicht, Abschaum. Wie du wünschst. Dann reißen wir dich halt wortlos in Stücke. Dürfte nicht zu schwer werden. Da ist unser Bruder und dem müssen wir jetzt erstmal helfen. Unser Halbbruder. Oh mein Gott. Oh. Scarlett, warum musstest du hier aufkreuzen? Ich hatte alles unter Kontrolle. Über sein rostiges... Nein, lustig machen wir ihn nicht. Sie hätten ihn getötet, ich habe sein Leben gerettet. Ich habe dir gerade das Leben gerettet, Bruder. Siehst du nicht, dass ich erwachsen geworden bin? Du musst mir nicht mehr das Leben retten. Ich habe es satt, wie du dich immer um mich kümmerst. Die Diskussion ist beendet. Geh nach Hause. Sofort. Ich hasse dich. Und ich will dich nicht auch noch verlieren. Gut, das war Leon. Er scheint nicht sehr dankbar gewesen zu sein darüber. In die Kupfermine gehen wir noch.
Wir haben aber erstmal eine andere Aufgabe zu erledigen. Die befindet sich, ich glaube, hier lang. Hallo? Ja, wir werden auch im späteren Verlauf mit Geistern sprechen können. Und dafür müssen wir auf jeden Fall jetzt in diese Waldhütte rein. Und da gibt es auch leider, wie heißt es jetzt? Rätsel gibt es in diesem Spiel auch. Und oh, ich bin so grottenschlecht in Rätsel. Naja, werden wir auf jeden Fall sehen. Dort sind noch welche, ein paar Leute. Ich gehe einfach rein und suche das Testament. Du gehst nirgendwo hin. Weißt du was? Das machen wir noch. Mit denen sprechen. Nicht mal lesen. Halt dich da raus. Das ist eine Familienangelegenheit. Ja, und die Kontroverse wird bald gelöst werden. Mit dieser Klinge. Wartet, kein Blut vergießen. Einige Angelegenheiten kann man nur mit einem guten alten Duell lösen. Diesem jämmerlichen Kerl könntest du auf keine Weise helfen. Doch, du könntest mir helfen. Jetzt habe ich noch eine Idee. Warum hilfst du nicht mir? Erstmal nachfragen. Sagt mir, was hier los ist. Eigentlich ist alles ganz einfach. Unser Onkel ist verstorben. Und jetzt sind wir beide hier, um unser Erbe anzutreten. Also müssen wir hineingehen und das Testament finden. Aber diesem Kerl hier kann man nicht trauen. Doch, kann man. Du bist das schwarze Schaf in unserer Familie. Und das Testament wird ziemlich gut versteckt sein. Es wird sicher ein Rätsel geben. Unser Onkel hat Rätsel geliebt. Man könnte sagen, er war sogar ein bisschen übervorsichtig. Oh, interessant. Ich suche das Testament und ihr beide bringt euch bitte so lange nicht gegenseitig um. Wo denkst du hin? Wenn du Hilfe brauchst, ruf einfach. Ja, vielleicht können wir dich irgendwie unterstützen. Okay, das ist hier im Haus. Hier ist schon mal irgendwas, was vielleicht nochmal wichtig werden wird. Ich weiß nicht, ich habe nur vage Erinnerungen. In diesem Haus wird es auf jeden Fall einiges noch geben, was die Story voranbringt, was sehr interessant ist, meiner Meinung zumindest. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Und genau das machen wir in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Spiel bis jetzt wie ich. Und wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, wie auch immer. Und sage bis dann. Ciao, ciao.